Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Genshin Impact. Diese Episode beginnen wir gleich mal mit etwas Besonderem, nämlich einem Gebet. Und dafür muss ich mal gucken, ob ich genug von dem Zeug habe, um Figuren zu beschwören. Und dann hoffen wir mal, dass wir was Ordentliches kriegen. Oh, ich habe sogar 15 Stück davon. Ich hätte gar keine kaufen müssen. Ah, kriege ich auch nach und nach im Laufe des Spiels. Finde ich auch schön. Na gut, dann machen wir doch jetzt mal hier. Ein Zehnerpool! Oh, da ist was Lilanes dabei, habe ich gesehen. Steinschleuder. Okay, das war wohl dieser Bogen. Altes Scharfschützen. Magieführer. Altes Scharfschützen. Kühle Klinge. Schwert der Dämmerung. Oh, und wir haben einen neuen Charakter, den guten Razor. Oh, das freut mich, Freunde. Ich finde das mega cool. Ich habe mir den nämlich angeschaut in der Vorschau, wisst ihr? Bei den Charakteren. Und ich wollte den unbedingt haben, weil das ein wolfsähnlicher Blitzcharakter ist. Und was ist cooler als Blitzwölfe, Freunde? Schön. Drachenblutschwert. Von den Heldentaten der Drachenbezwinger. Magieführer. Oh, geil, ey. Den wollte ich unbedingt haben, diesen Charakter hier. Schön, dass wir ihn bekommen haben. Verwendet Zweihänderwaffen. Sehr schön. Schön, ne? Mit diesem Blitzwolf. Echt cool. Ja, den werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Wir haben auch viele, viele neue Sachen bekommen. Das hat sich mega gelohnt. Ihr seht, jetzt kann ich diese Beschwörung nicht mehr machen. Jetzt kann ich nur noch diese Beschwörung hier machen, die normalen, ja, und nicht mehr die, die wir vorhin gemacht haben. Gehen wir ganz kurz hier auf unsere Figuren und dann rüsten wir mal aus. Erst einmal unseren neuen Charakter hier. Waffen. Wechsel. Wir könnten jetzt das Ding hier anlegen. Das finde ich passt aber gut zu der, zu unserer Dingens, zu unserer Noelle. Aber er hier könnte das hier benutzen. Erhöht zwar den Schaden von. Erhöht sogar den Schaden von Kryo- und Elektrofähigkeiten. Das ist doch perfekt für ihn, dieses Schwert. Das nehmen wir gleich mal. Super. Und, Artefakte mache ich offscreen. Ganz klar. Und dann würde ich gerne mal weitere Waffen durchsuchen. Hat er denn was Neues bekommen? Wechsel. Er trägt ja gerade das Schwert hier. Erhöht Angriff und Verteidigung bei Treffer, ne? Das ist schon mal ganz gut. Das hatten wir auch schon mal, das kennen wir ja schon. Kühle Klinge. Erhöht Schaden von Hydro- und Kryo-Effekten bei zugefügten Schaden um 12%. 44, 39. Eigentlich passt das zu ihm, oder? Das ist zwar auch ganz cool hier. Wegen diesem Extraschaden. 4%, das ist viermal Stapel, 16% Extraschaden. Muss ich mal testen, was besser ist. Ich gebe ihm einfach mal das hier erstmal. Ich finde, das passt so schön zu ihm. Wechsel mal. Ist zwar ein bisschen schwächer von den Werten her, weil das ist eine 4-Sterne-Klinge, das ist eine 3-Sterne-Klinge, aber das ist schon in Ordnung. Bei ihr, das würde ich gerne lassen, weil zu ihr passt die Keule ziemlich gut, finde ich. Gucken wir ganz kurz hier bei dem Bogen. Sie macht hier mehr Schaden mit Hydro- und Pyro-Effekten, ne? Deswegen hat sie diesen Bogen. Ich glaube, der passt am besten. Was ist hier? Schaden bei Treffern, Schadenangriffen innerhalb von 0,3 Sekunden nach dem Abschuss des Pfeils 36% verringert und den verursachten Schaden ansonsten jedoch um 10%. Okay, ach so, gut. Macht also grundsätzlich 10% weniger Schaden, aber wenn ich öfter auf den Gegner draufheize, wird der Schaden dann insgesamt erhöht. Cool, aber brauche ich nicht. Sie werden wahrscheinlich austauschen, dass wir ihn für Blitze mitnehmen. Oder wir nehmen sie mit und machen dann ein Blitzteam. Wechseln und er bekommt jetzt dieses Schwert hier. Falls wir ihn dann doch mal irgendwie mitnehmen oder so. Und was ich jetzt gerne machen möchte ist, hier auf Truppe gehen. Denn bei der Truppe können wir unsere Aufstellung ändern. Ihr seht, ich bereite hier ein paar Schnellteams vor. Das ist so das erste Standardteam, das man kriegt. Das ist mein erstes bearbeitetes Team. Jetzt mache ich mal hier noch ein Team hin. Und zwar, seht ihr oben Elementareinklang. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Blitzcharaktere mitnehme, energiereicher Blitz, verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzliche Hydro-Attribut um 40%, also ich bekomme weniger Schaden oder sowas oder Beeinträchtigung durch Hydro und das schafft beim Auslösen der Reaktion Superleiter überladen und unter Strom mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% ein Elektroelementarteilchen 5 Sekunden Abklingzeit. Das ist ziemlich cool.
Also wenn ich Supraleiter überladen oder unter Strom benutze, also wenn die Gegner Wasser sind, Feuer oder Eis, ne, eingefroren, Feuer oder Wasser, dann profitieren wir davon, wenn wir zwei Blitzleute mit dabei haben. Das heißt, ich würde gerne ihn mitnehmen. Vielleicht sehen wir ihn sogar zukünftig mehr als meinen Hauptcharakter. Ich finde ihn echt cool. Mal schauen, wie der sich spielt. Hinzufügen. Dann könnten wir jetzt praktisch sie mitnehmen. Ja, so. Und dann wäre diese Fähigkeit hier aktiv. Wo ist sie denn? Zweimal Blitz. Ach, das Team muss erst voll sein. Eis würde noch Sinn machen hier. This will be interesting. Und Feuer zum Beispiel. Ja, genau, weil wir keinen Wassertyp haben. So, jetzt ist das hier aktiv. Seht ihr? Jetzt könnte man nämlich davon profitieren. Keine Ahnung, ob ich das mache. Weiß ich noch nicht so genau. Ich lasse mal Lisa weg fürs Erste. Und dann nehmen wir mal Noelle mit, weil sie kann heilen. Das ist mir erstmal wichtiger. Jetzt haben wir hier Blitz, Erde, Eis und Feuer. Weil Blitz synergiert mit Eis und mit Feuer und Erde eben, um uns zu heilen. Wisst ihr? Deswegen habe ich mir das gedacht. Hier packen wir mal Kaya rein. Moment. So, genau, wunderbar. Sie kann da bleiben. Und hier packen wir Noelle rein als letzten Charakter zum Heilen. Sehr schön. Aufstellen. Super. Team ist aktiv. Gehen wir mal hier raus. Und jetzt haben wir den hier. Der schlägt so zu. Gedrückt halten sieht dann so aus. Moment. Hat mal gedrückt. Ähnlich wie bei Noelle, ne? Das ist aber in Ordnung. Und dann sein Q-Angriff ist der hier. Schön, ne? So ein Blitzkralle. Und was macht das, wenn ich es gedrückt halte? Oh, Blitzkrallen, Explosion. Sehr schön. Okay, Freunde, dann wollen wir mal. Wir gehen jetzt hier unten hin, können wir uns direkt hin teleportieren. Zum Glück haben wir das schon mal aufgedeckt. Und dann wollen wir den Schatten hinterher. Also, los geht's. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit offscreen ein wenig gekämpft mit unserem Charakter und die Artefakte ausgerüstet. Das habt ihr nicht gesehen. Das habe ich natürlich alles geschnitten und so, ne? Ganz einfach deswegen, weil ich euch das ersparen wollte. Ich habe also jetzt schon in der Zwischenzeit ein klein wenig Erfahrung mit diesem Charakter gesammelt hier, wie er funktioniert. Kann also gleich ein bisschen was dazu sagen. Ich habe auch mein Team, ne, mich für das Team entschieden, das wir jetzt hier gerade haben. Das kann auch so bleiben. Und auch Artefakte und so habe ich alles gemacht. Ich zeige es nochmal ganz kurz, damit ihr es schnell seht. Hier. Artefakte habe ich Set-Bonus Wanderarzt, ja, das habe ich hier alles angelegt, ich gehe mal ganz kurz hier durch, damit ihr mal so einen Überblick über alle meine Artefakte bekommt, einfach auf YouTube pausieren, dann seht ihr, welcher Charakter was hat und ich denke, Wanderarzt ist am besten, einfach weil wir mit unserer Spezialfähigkeit dann heilen können, die füllt sich bei ihm relativ schnell. So, hole die heilige Leier der Himmel zurück, sehr schön, empfohlene Elemente, wir sollten Wind mitnehmen. Anemo wird empfohlen. Truppenstufe 17. Oh je, pass mal auf. Dann rüsten wir doch mal ein bisschen auf und ich ändere mein Team ganz schnell. Sekunde. So, Einzelspieler. Perfekt. Und dann passen wir hier nochmal schnell aufstellen. Machen wir sie mal raus und nehmen dafür Noelle mit. Konfiguration speichern. Wunderbar. Herausforderung starten. Habe ich vorher auch noch nie gemacht, ne? So. Wenigstens haben wir jetzt alle Elemente dabei. Kann ich einfach drüber schnell? Oh! Oh! Ui! Das dreht sich! Wer hätte das gedacht? Aha. Verwechseln wir auf Kaya hier. So, sehr schön. Nehmen wir es mal ein schnell. Superklasse. So geht's. Wunderbar. Und ich würde echt gerne mal auf ihn hier wechseln, den guten Diluc. Hier ist noch eine Truhe, weil ich ihn gerne probieren möchte. Oh, Gegner! Wir machen mal hier Feuer. Man kann das dreimal aktivieren. Ich habe mir das schon mal durchgelesen vorher. Seht ihr das? Seine Q-Fähigkeit. Was, wenn ich das gedrückt halte hier? Ah, der prügelt einfach hier wild drauf los. Okay. Sehr schön. Machen wir die hübsche Truhe mal auf. Und darin finden wir tolles Zeug. Superklasse. Und er heilt sich auch dadurch, ne? Doch ein geiles Schwert, muss ich sagen. Ja, wenn ich Q drücke, kann ich das immer wieder aktivieren. So, dreimal. Echt schön. Toller Charakter. Na gut. Hey, wer bist du denn? Ist das einer... Oh. Klar doch. Die ganze Flur der Fenster sind gebrochen. Ich dachte, es war die Abyss-Order-Attacking.
Wir sind hier, um die heilige Leier der Himmel zu holen. How did you guys know the liar's here? The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. you just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Na gut. Did you say Signora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Signora. The fact that the Fatui can run amok across the Seven Nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before we get to wind of what's going on. Die Elf also, ha? Huh? Eine Organisation von 11 Leuten. Und Nummer 8 ist La Signora. Sehr interessant. Sehr interessanter Name. Kann ich das anzünden hier? Super. So. Wen haben wir denn hier? Hallo, du da. Who are you? How'd you get in here? Gieriger Wächter. Wir sind Gesandte von der Gesellschaft für die Freundschaft zwischen Mondstadt und Schneier und wollen nichts Böses. Never heard of that association before. What are you lot doing here? Wir möchten die heilige Leier der Himmel borgen. That lies way too obvious. You really haven't got anything better. And just how do you plan to borrow it? Naja, wir würden dir eine Empfehlung für die Gesellschaft für die Freundschaft zwischen Mondstadt und Schneier ausstellen. Muss er lange drüber nachdenken. Think you can look down your nose at me, huh? The will of Schneznaya is as solid as the permafrost. I will not yield. Ist der Eis? Ui, hey du da. So, er brennt jetzt. Das heißt, wir machen mal hier Eis auf ihn. Oder sie brennt. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir mal sie hier. Wunderbar. Machen wir nochmal Eis. Sehr gut. Und dann hier die Eins. Und dann greifen wir hier mit an. Blitz. Drehen wir mal ein bisschen. Machen die kleinen Viecher kaputt hier. Sehr schön. So, greifen nochmal an mit Blitz. Ich will euch ja mal sein Ultimate zeigen. Wahrscheinlich könnte ich die viel schneller platt machen schon. Oh Mist. So, hier. Ultimate! Ha! Hat uns geheilt eben ein bisschen. So, wir machen Blitzschaden und sind immun gegen Blitz. Außerdem haben wir erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Wunderbar! Ja, er baut hier immer diese drei kleinen Teile auf. Diese Blitzpunkte. Seht ihr das? Jedes Mal, wenn ich Q drücke. Jetzt haben wir drei Stück davon. So, jetzt passt mal auf, wenn ich das aktiviere, wie es dann aussieht. Sehr schön. Ah, sie ist fast erledigt. Oh, sie hat einen Schutzschild aufgebaut. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, komm, wechseln wir auf sie hier. Die gute Noelle. Und dann hauen wir ein bisschen drauf. Wunderbar. So, ich habe jetzt natürlich nicht sonderlich gut gekämpft. Es ging aber in erster Linie darum, euch zu zeigen, wie der gute Razor funktioniert. Gehen wir vielleicht mal hier unten rein? Kann ich da unten rein? Nope, kann ich nicht. Okay. Da ist noch ein Raum. Gucken wir uns mal den an. Sogar eine Truhe. Hey, was ist denn das da? Kann ich es aktivieren? Nee, ich brauche den Schlüssel erst. Dann geht da hinten die Tür auf. Someone needs assistance. So. Da kommen Gegner. Wunderbar. Wieder solche kleinen Stromviecher. Machen wir ganz kurz hier ein Schutzschild. Sehr gut. Seht ihr, wir heilen uns dann nämlich. Da komm schon.
Wunderbar. Seht ihr, das heilt nämlich auch Razor. Solange unser Schild aktiv ist. Perfekt. So. Und Razor kann heilen, indem er seine Ultimate aktiviert. Seht ihr? So habe ich ja die, die Artefakte verteilt. Eine Kartoffel. Okay, weiter geht's zum nächsten Raum. Hier ist noch einer. Oh, da geht's runter. Aha. Müssen wir das Zeug durchsuchen hier? Nichts drin, nur eine Kartoffel. Nur eine Karotte. Okay, was haben wir hier? Oh, Gegner sind aufgetaucht und die sind Feuerelementar. Gegen Feuerelementare sind wir doch gut bei unseren Blitzen. Müssen aufpassen, dass wir nicht brennen. Oder wisst ihr was? Wir nehmen noch manuell. Und dann drehen wir durch. Sehr schön. Und alle Charaktere sind wieder komplett geheilt. Seht ihr das? Das ist halt mega cool. Gefällt mir. Machen wir Eis auf sie. Das trifft auch gut. Und dadurch geht das Feuer aus von denen. Und dann können sie uns nicht mehr verbrennen, wenn wir sie angreifen. So, wunderbar. Haha. Ja, ihr seht, man kann halt auch verdammt gut spielen und dann spart man sich das, dann braucht man keinen Heiler. Aber ich finde es halt wirklich sehr praktisch, Noelle als Heiler mit dabei zu haben. Und wir haben ja Duelig als Feuercharakter. Diluc meine ich, nicht Duelig. Kann ich da hoch? Kann ich da irgendwie rein? Das scheint nichts zu sein, ne? Okay. Dungeons sind halt recht linear, aber das ist in Ordnung. Wobei, wir hatten ja immerhin ein bisschen die Wahl, welchen Raum wir zuerst betreten. Moment, ist das da drüben? Ach ja, hier. Der da, der hat doch bestimmt den Schlüssel. Hey, feiger Wächter! Who are you? What are you doing here? ergib dich. Niemand wird dir beistehen. Did you already beat all the other guards? Klar doch. Aber sowas von, keiner ist mehr übrig. What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid. Um den habe ich mich bereits gekümmert. Fine. Not like I have a choice anyway. All right. You're free to go. I have the key here. You can head in from the hall outside, but don't tell anyone that it was me who gave you the key. Wunderbar. Und was haben wir denn hier? Kann ich nicht rausholen, ne? Okay. Weiter geht's. So, dann wollen wir es nochmal aktivieren und die Tür da hinten öffnet sich. Wie geplant, Freunde. Alles läuft nach Plan. Da ist nichts. Da ist auch nichts Besonderes. Aktivieren wir mal das Teil hier. Dann fahren wir sicher hoch. Genau. Also, so eine Heiler im Team macht halt schon wirklich richtig Sinn, finde ich. Das ist der Schuldeneintreiber. Wo ist er hin? Toll, ist er jetzt aufgetaucht und hat sich versteckt, oder was? Feigling, komm raus, zeige dich! Da bist du ja wieder! Haha! Erstmal ein bisschen zappen. So, wunderbar. Wir bauen nämlich hier diese Stromdinger auf. Seht ihr? Jetzt haben wir drei Stück davon. Und die können wir für später gut gebrauchen. So. Wenn wir unsere Ultimate nämlich haben. Perfekt. Jetzt zum Beispiel. Seht ihr das? Jetzt können wir ordentlich draufprügeln. Und unsere Ultimate füllt sich schneller wieder, weil wir nämlich drei von diesen Kugeln hatten vorhin. Also immer schön Q spammen, wann möglich. Und so haben wir den vollen Griff. Wir
könnt natürlich jetzt hier auf Kaya wechseln zum Beispiel. Und dann hier Eis drauf zaubern oder so. Und dann mal auf Noelle ein bisschen, um noch ein bisschen zu heilen, wenn es dann irgendwie sein müsste. Hat er sich unsichtbar gemacht? Hat es unsichtbar gemacht, oder? Genau, richtig. Wechseln wir hier auf D-Look. Dafür ist er ja da. Oh, wo ist er denn? So, wunderbar. Ultimate! Oh, das sieht ja mega cool aus. Das ist so ein Phönix. So, und dann nochmal hier auf die 1. Zack. Sehr gut. Ja, ich mag hier Razor. Ich finde, der spielt sich wunderbar. Mit dem Schwert hier, ne? Für Single-Target. Und dann eben hier drehen, wenn da mehrere Gegner sind. Er hat zwar sein Schutzschild nicht, so wie die gute Noelle, aber das ist schon in Ordnung. Und dann eben hiermit greift man die Gegner an und baut dann bis zu 3 Blitzkugeln auf. Und damit kann man seine Ultimate dann schneller wieder aktivieren. Und wenn ich das gedrückt halte, macht er eben diesen Flächenschaden hier. Und ich glaube, der wird auch größer oder stärker, wenn er mehr Kugeln hat. So ähnlich zumindest. Hier ist die heilige Leier. Finally, the Leier is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Moment. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chick. Super. Warum hat unser Charakter eigentlich eine Maske auf, unser Hauptcharakter? Ist hier noch irgendwo eine... noch irgendetwas, was ich irgendwie aktivieren kann oder so? Nope, sieht nicht danach aus. Dann gehen wir doch mal direkt raus. Sehr schön. Sphäre verlassen. Ja, manchmal brauchen wir halt doch noch irgendwie einen Windcharakter. Wobei, wir hätten Wind nicht gebraucht hier. Weiß gar nicht, wieso es hieß, wir sollten Wind mitnehmen. Glaube, das war Wind. Nee, das war gar nicht Wind, ne? Das war ein anderes. Doch, das muss Wind gewesen sein. Weil danach war ja alles okay, als ich Wind mitgenommen habe. Komisch. Jedenfalls werde ich mal ganz kurz meinen Trupp ändern. Sekunde. Wunderbar. Trupp ist geändert. Wir sind wieder topfit. Zwischendurch ein bisschen nass. Übrigens kann ich auch hier einfach mal ins Wasser. Oh, Sekunde. Hier ins Wasser mal so ein bisschen Blitz machen. Und so seht ihr dann, das wird das elektrisiert. Finde ich schön. Na gut. Wir können, glaube ich, jetzt wieder zurück, schätze ich mal. Genau. Also teleportieren wir uns mal direkt zum Teleportationspunkt. Dafür ist der ja da. Dann gehen wir in die Taverne. Ich glaube, die Taverne ist an diesem Ort, wo wir hin müssen. Wir können feiern. So, auf jeden Fall muss ich sagen, Razor gefällt mir gut, ist ein schöner Charakter, sehr, sehr, sehr interessant, schönen Playstyle hat er und einfach die Ultimate mit dem Wolf über seinem Kopf, guck mal, das sieht doch so cool aus, ich kann keine Powerangriffe machen, ich kann nur normale Angriffe machen, dafür greift der Wolf halt mit an, seht ihr? Und wenn ich meine Spezialfähigkeit mache, also Q, dann sieht das so aus, ne? Schön, einfach schön. Oh ja, genau, das Vermissten-Ding haben wir schon mal gelesen, okay. Wir wollen aber jetzt hier rein. Taverne beitreten, bitte. Welcome back. This is the Holy Lyre. You managed to retrieve it. The pattern of flowing wind carved on the rosewood and the strings still feel cool to the touch, too. Ah, the memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. Ach was, vorher noch große Töne gespuckt und jetzt? As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even D-Luke's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. D-Luke? And you! Did you just borrow the Holy Lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Genau, was soll das heißen? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings. You're up, Outlander.
Ich weiß nicht, wie man Instrumente repariert. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animo power has greatly diminished. Do you still have Devalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Liar! Das werde ich. Oh, die Leier reparieren? Oh, schön. It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the Holy Liar. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Liar won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. Wir werden dabei helfen. How can we gather more? I can surmise that Devalin will already be crying. Suffering alone in some deserted place. Also müssen wir diesen Drachen jagen, schätze ich mal, und seine Tränen einsammeln. Devalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Ich werde das übernehmen. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. Straßenmusikant. Aber eigentlich hat sie ja gesagt, Tauberbarde oder so. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. What was it? A cup used by Barbados? So, dieses Mal gehe ich direkt raus, während sie reden. Ich hoffe mal, deren Konversation wird weitergeführt, sobald wir da draußen sind. Und ich habe sie jetzt nicht extra abgebrochen, nur weil ich jetzt hier rausgegangen bin. No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare. It was a vial which contained the Animo God's breath. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well. They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. In response, I just bought everyone I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. We meet again, avid adventurer. So, während Paimon weiterredet, kann mich nicht beklagen. That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. Time to introduce you to the formal work of the guild. Oh. The guild receives requests from far and wide each day and assigns commissions to adventurers accordingly. These commissioned adventurers are the main source of compensation for our guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are textbook, others are extremely dangerous. But you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Wie toll genau sind denn die Belohnungen? Patience is a virtue. You will find out soon enough. I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssosk. Sure. Öffne die Weltkarte. You can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Okay.
Okay, also mit F1 können wir die Abenteuerlizenz öffnen. Und dann sehen wir das dann bei Missionen. Und anscheinend können wir uns die anzeigen lassen. Und dafür gibt es dann eben diese Teile hier, Urgestein. Die brauchen wir, um Charaktere zu beschwören, Waffen zu beschwören zum Kram. Also sollten wir auf jeden Fall diese Dinger immer machen. Wahrscheinlich mache ich die eher offscreen oder ich schneide das dann einfach zusammen oder so. Mal gucken, falls ich das dann immer irgendwie mache. Statuen, Opfer abgeben und so ein Kram muss ich auch noch machen. Also ihr seht, da gibt es einiges noch zu tun. So, na gut. Ganz kurz hierhin. War da noch irgendwas? Hochstufen? Achso, ich könnte wieder hochstufen. Brauche ich erstmal nicht. Die Charaktere sind ja fit soweit. Bei den Quests haben wir jetzt hier einiges zu tun. Guck mal. Ein paar Sachen sind weit entfernt. Hierfür brauche ich Stufe 15. Dann gibt es hier noch Gourmet-Trip durch Mondstadt, Köchin auf Jagd. Das können wir noch machen. Dann gibt es hier Missionsaufträge. Die kann man sich auch anzeigen lassen. Schön, dass die hier direkt drin sind. Und dann noch ein Weltauftrag. Jeden Tag ein neues Abenteuer. Das ist direkt hier. So, Belohnung für Abenteuerstufe abholen. Die holen wir uns ab. Sehr schön. Wunderbar. Na gut, die Sache ist die. Ihr seht, wenn ich mit dir rede, steht jetzt hier Belohnung für tägliche Missionen. Tschüss. Tägliche Missionen, das sind dann praktisch diese Teile, die wir gerade hier gesehen haben. Das ist dann, was ich täglich farmen kann. Ja, also ich sollte im Prinzip täglich all diese Dinger machen, auf der Karte anzeigen lassen und dann dorthin laufen und diese Missionen machen hier. Manche sind nah, manche sind weit weg und dafür kriege ich dann dieses Urgestein. Vermutlich werde ich das irgendwie schneiden, wenn ich die mache, oder ich mache das einfach alles immer offscreen. Vielleicht mache ich die auch nur einmal onscreen und dann offscreen. Aber ich mache eine separate Episode für solche Dinger, ja. Also nicht jetzt zwischendurch. Wir machen erstmal weiter mit den Hauptquests hier. Wobei, die sind weit weg, ne? Die ist da hinten, die Heilige Leier und so weiter. Und die ist ganz nah. Die ist 111 Meter entfernt. Auch die ist relativ nah hier. Ich würde sagen, die machen wir mal zuerst. Wenigstens eine davon will ich mal gemacht haben. Direkt da drüben, ne? Laufen wir doch mal dahin und schauen, was das für eine Aufgabe ist. Dann können wir sagen, wir haben zumindest mal eine von denen abgeschlossen. Und so eine Heiler sollte man immer dabei haben, ne? So wie Noelle zum Beispiel. Es gibt auch andere Charaktere, habe ich gesehen, die haben die gleichen Effekte wie Noelle, nur halt eben mit einem anderen Element. Hey Timmy! Schon wieder, die Tauben sind wieder alle weg. Ich war doch dabei, sie zu füttern. Was machst du nur? Tut mir leid. Mama sagt, dass man den Taten zeigen soll, dass man Entschuldigung ernst meint. Die Tauben sind auf der Brücke, sind meine Freunde. Ich füttere sie. In letzter Zeit kommen wir mal Windenten, bla 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 bla. Nase wegschnappen. Ich will mir das alles gar nicht so genau durchlesen, ehrlich gesagt. Sobald es satt sind, werden sie wieder gute Freunde. Kein Problem. Danke sehr. Wenn du Tiere gut behandelst, könnt ihr euch wirklich anfreunden. Okay. Mal schauen. Das heißt, was muss ich jetzt machen hier? Mit ihm reden? Hast du Weizen gefunden? Ja, hier ist der. Genug sein. Bring Enten am See. Okay. Weizen. Habe ich ja schon mal gefunden. Tatsächlich. So, fliegen wir hier rüber. Hätte der jetzt einen Salto darunter gemacht? Das sah gerade krass aus. Verstreuen. Sehr gut. Und dann können wir wieder zurück zu ihm. Kommen jetzt Enten? Da kommen Enten. Guck mal. Die kommen wirklich her. Fressen die auch? Ja, süß. Guck mal, die fressen auch. Oh, wie süß. Oh. Da kommt noch eine. Oh, ich könnte den ganzen Tag hier sitzen, Enten füttern. Das ist toll. Guck mal, wie schön. Cool. Okay, na gut. Das war unsere Belohnung, die süßen Enten sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Timmy noch für uns hat. Wir wissen ja schon, was er für uns hat, ne? Wir haben das schon vorher gesehen. Dafür haben wir das ja eigentlich gemacht. So, komm mal her, Timmy. Besser miteinander auskommen, bla bla bla. Ich werde vorsichtiger sein. Vielen Dank. Und man soll nett zu anderen sein, das weiß ich doch. Gib mal die Belohnung. Sehr gut, Mission abgeschlossen. Hier, ne? 10 von diesen Teilen erhalten, alles andere auch. Super. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wenn wir mal schauen, was wir jetzt noch in der Quest zu machen haben. Die anderen sind ein bisschen weiter weg. Das hier ist noch nah, ne? Weltauftrag, Ziel verfolgen, das können wir gleich abgeben da hinten. Also man muss es doch einlösen hier, diese täglichen Aufgaben. Und da liegt auch noch was da oben rum. Na gut. So. Ja, ja, genau, richtig. Ich möchte gerne Belohnung für tägliche Mission abholen. Was? Ich habe doch eine abgeschlossen. Abenteuerstufe?
Habe ich die Belohnung erhalten? Da kann ich nichts machen? Komisch. Aber es heißt doch, ich soll mit dir reden, oder? Ad Astra. Tschüss, wer bist du? Belohnung für tägliche Mission abholen? Du hast noch nicht genügend Missionen. Ach so, ah, verstehe. Hm, okay, ich habe eine gemacht, aber ich muss erst alle gemacht haben. So, so. Wenn ich alle gemacht habe, dann kann ich das hier abgeben. Noch geht das nicht. Dann kriege ich nochmal extra Belohnung dafür. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Ja, genau, richtig. Und dann kriege ich nochmal eine Gesamtbelohnung dafür. Dann für das Ganze abschließen. Okay, nicht mehr verfolgen. Dann, das hier kann man noch machen. So, das befindet sich dort hinten. Können wir einmal da außen rumlaufen. Ja, er hier hat übrigens... Ach, das ist draußen. Befindet sich da hinten. Ah, na gut. Dann machen wir das nächste Episode. Zum Abschluss möchte ich noch einmal schnell ein paar Daten vorlesen zu unserem guten Razor. Ihr seht hier, Stimme ist von Todd Haberkorn. Sehr interessant. Könnt ihr alles selbst durchlesen, was hier steht? Ein Junge, der zusammen mit Wölfen in Wolfenlauf bei Mondstadt weit ab von den Menschen lebt. Seine Instinkte sind scharf und seine Bewegungen schnell. Und als Hintergrund haben wir dann hier Figurendetails, ne? Razor ist ein Junge mit geheimnisvoller Identität. Er lebt in Wolfenlauf und wird von den Bewohnern Mondstadts nur selten gesehen. Nach den wenigen Augenzeugenberichten, die es gibt, hat Razor besonders geschärfte Sinne, ist äußerst beweglich und durchquert täglich den Wald mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Er wird oft in Begleitung seines Wolfsrudels gesehen, wobei der Kontakt mit Menschen im Allgemeinen vom Rudel vermieden wird. Einige spekulieren, dass er ein Waisenkind war, welches dann von den Wölfen aufgezogen wurde. Andere wiederum sagen, er sei eine Art Wolfsgeist, der eine menschliche Form angenommen habe. Diese Gerüchte tragen nur zum Mysterium des Wolfsjungen bei, wie ihn die Bewohner von Mondstadt nennen. Währenddessen steht Razor, der Wolfsjunge, auf einem Hügel und lässt sich das Sonnenlicht auf sein erhobenes Haupt scheinen. Sehr cool, schön, gefällt mir wunderbar, sehr gut dieser Charakter hier. Schön, dass er mit dabei ist und das ist dann hier seine Stimme. The sun is up. Time. I had a big lunch. Go to sleep. I watch the moon. Ja, wunderbar. I'm hungry. Let's hunt. Sehr schön. Also Freunde, in der nächsten Episode werden wir dann das hier machen. Köchin auf der Jagd. Ja, Gourmet-Trip durch Mondstadt. Das machen wir dann zum Anfang der nächsten Episode. Und dann arbeiten wir uns langsam durch. Vielleicht machen wir dann nächste Episode die Dinger hier, die drei. Geben dann die Quest ab, damit wir das wenigstens einmal gemacht haben, hier diese täglichen Aufgaben. Und diese, dann arbeiten wir hier dran, an den Dinger, ne, die als nächstes kommen. Mit der Harfe und so und dem Devlin, also diesen Drachen auf der Spur. Also vielen, vielen Dank, Freunde, fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.